Black Mirror ist eine unglaublich geniale Serie und ich denke, ihr seid genauso davon begeistert wie ich. Ich habe sehr oft den Wunsch von euch erhalten, mal eine Analyse zur Serie zu machen und diesem Wunsch möchte ich mit diesem Video gerne nachkommen. Falls ihr die Serie noch nicht gesehen haben solltet, dann empfehle ich dringend, das noch nachzuholen. Bei fast jeder Folge sitzt man einfach nur mit offenem Mund da. Mind blown. In manchen Folgen wird uns eine Welt vorgestellt, die sich am Ende als völlig anders herausstellt. Unsere ethischen Werte und philosophische Fragen werden auf den Prüfstand gestellt. Wenn wir Black Mirror mit dem richtigen Blick anschauen und uns die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, dann können wir unglaublich viel daraus lernen. Über die Gesellschaft, die eigene Psyche und das Bewusstsein, die Welt an sich und die Bedeutung des Lebens. Ich werde in dieser Analyse natürlich nicht auf jede Folge einzeln eingehen, sondern möchte viel eher das große Ganze betrachten. Was macht Black Mirror so unglaublich gut? Speziell möchte ich in diesem Video auf den existenziellen Horror der Serie eingehen. Wenn du unter psychischer Instabilität leidest, dann solltest du dir gut überlegen, ob du dieses Video wirklich sehen willst, denn ich werde ziemlich harte und direkte Worte benutzen. Mit gesunder Psyche kein Problem, mit Vorbelastung solltest du davon aber absehen, gerade wenn es zum Beispiel um Psychosen oder Angststörungen geht. In dieser Analyse werde ich natürlich einzelne Episoden als Beispiele heranziehen, also Achtung Spoiler! Allerdings noch nicht für Staffel 4, da vielleicht einige von euch damit noch nicht durch sind. Die anderen Aspekte der Serie, abgesehen vom existenziellen Horror, möchte ich noch in weiteren Videos thematisieren. Black Mirror erzählt in jeder Folge eine eigenständige Geschichte. Man zählt sie deshalb zu den Anthologieserien. Allen Folgen ist aber natürlich etwas gemein, und zwar das auf die Spitze treiben bestimmter gesellschaftlicher Aspekte und existenzieller Fragen. Zudem spielt Technik eine große Rolle. Immerhin spielt der Titel Black Mirror genau darauf an. Zukunftsszenarien, also das Genre des Science Fiction, lassen sich für das Darstellen der Entwicklung unseres Zusammenlebens und das Aufwerfen philosophischer Fragen perfekt nutzen. Unsere technischen Möglichkeiten entwickeln sich rasant. Dass es Technologien geben könnte, wie sie in Black Mirror dargestellt werden, ist absolut nicht unrealistisch. Es geht nicht um ein böses Genie, welches böse Technologie entwickelt, um die Menschheit zu unterjochen. Es werden Szenarien gezeigt, die unseren ganz normalen technischen Fortschritt weiterspinnen. Gegenstände und Technologie, die in Zukunft zum Alltag gehören könnte. Und diese Technologien stellen uns vor ethische Fragen und existenzielle Dilemmata, die es in sich haben. In der Folge Weiße Weihnacht werden wir zum Beispiel mit der Technologie des Cookies konfrontiert. Ein Cookie wird einem Menschen im Kopf implantiert und nimmt dessen Persönlichkeit während der Tragedauer auf. Anschließend wird der Cookie entnommen und in ein Gerät verpflanzt. Nun ist das Cookie-Bewusstsein dazu verdammt, als Controller für das Smart Home der echten Person zu arbeiten. Aber um es erstmal dazu zu kriegen, muss es gebrochen werden. Es können sehr lange Zeitspannen innerhalb von wenigen Sekunden simuliert werden, sodass das Cookie-Bewusstsein zum Beispiel ein halbes Jahr erlebt, in der Realität aber nur Sekunden vergehen. Ohne Aufgabe, eine solche Zeitspanne einfach nur da zu sein, nicht einmal schlafen, essen oder sonstige Dinge tun zu können, da man ja immerhin nur virtuell ist, ist eine unglaublich fiese Vorstellung. Bitte, machen Sie das nicht wieder. Bitte, hier ist ja nichts, was ich tun könnte. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Ich habe Sie gewarnt. Ich konnte nicht mal schlafen. Sie brauchen keinen Schlaf. Geben Sie mir irgendetwas zu tun. Ich mache alles. Ich mache alles, was Sie wollen. Aber bitte geben Sie mir was zu tun, bitte. Okay. Es ist existenzieller Horror, der auf gewisse Weise ein Unbehagen bei uns auslöst. Die Vorstellung, dass es möglich wäre, selbst so etwas durchmachen zu müssen, ist mehr als beängstigend. Die größten Glücksgefühle entstehen aus dem Kontrast zu negativen Gefühlen. Deshalb können wir uns bei solchen Serien in kontrolliertem Rahmen den Unbehagen aussetzen und genießen danach den eigenen Frieden und die eigene Sicherheit viel mehr. Black Mirror arbeitet zudem nur selten mit einem Happy End. Das, was uns im Gedächtnis bleibt, sind Erinnerungen, die wir mit starken Emotionen verbinden. Das geht natürlich auch mit einem Happy End, wenn wir am Ende stark gerührt sind und uns für die Hauptcharaktere freuen. Black Mirror möchte uns aber schockiert oder sogar verzweifelt hinterlassen. Manche sind so schockiert, dass sie die Serie nach den ersten Folgen gar nicht weiterschauen wollen. In der Euphorie darüber, wie extrem aufgewühlt und entsetzt uns die erzählte Geschichte hinterlässt, bleibt sie lange im Gedächtnis und lässt uns im besten Fall weiter darüber nachdenken. In der erwähnten Folge Weiße Weihnacht ist das extrahierte Bewusstsein in den Cookies nur Computercode. Informationen des menschlichen Gehirns zu extrahieren, weckt aber ganz klar die Intuition bei uns, dass es sich um ein echtes Bewusstsein handelt. Darf dieses solchen Qualen ausgesetzt werden,
auch wenn es nur eine Kopie eines echten Menschen ist? Ab wann ist Computercode Bewusstsein? Die Beantwortung dieser Frage scheitert natürlich schon am Begriff selbst. Im Video "Ist künstliche Intelligenz mit Bewusstsein möglich?" habe ich die damit verbundenen Probleme und Folgen bereits einmal diskutiert. Ein weiteres Beispiel für existenziellen Horror ist die Folge "Böse neue Welt". Wir sehen in der Folge eine Frau, die abgesehen von einzelnen kleinen Erinnerungsfetzen, ohne Wissen darüber, wer sie ist und wo sie ist, in einem Haus aufwacht. Zunächst scheint alles absolut verlassen, doch dann wird sie von Personen mit Schrotflinten und Masken verfolgt und dabei auch noch von Außenstehenden mit Handys fotografiert und gefilmt. Sie findet zwar Verbündete, die mit ihr flüchten und ihr scheinbar helfen wollen, aber wirklich viel Klarheit über ihre Situation erhält sie nicht. Wir bangen mit ihr und hoffen, dass sie ihre scheinbare Tochter wiederfindet, die in ihren Erinnerungsfetzen auftaucht. Wir wollen wissen, was in dieser bösen neuen Welt vor sich geht, was diese Zeichen auf den Bildschirm bedeuten sollen. Wieso wird sie gefilmt und fotografiert? Wieso wird ihr von den Außenstehenden nicht geholfen? Und am Ende erfahren wir, dass sie eine verurteilte Verbrecherin ist, die zusammen mit ihrem Freund ein kleines Mädchen entführt, gequält und ermordet hat. Die Frau filmte diese Tat sogar. Sie ist eingesperrt in einem sogenannten Gerechtigkeitspark und dazu verdammt, tagtäglich die gleiche Prozedur mitzumachen. Es war alles geschauspielert, um sie in Todesangst zu versetzen. Mind blown. Täglich muss sie unter höllischer Angst leiden, um am Ende vor einem applaudierenden Publikum zu stehen und alle Erinnerungen wieder gelöscht zu bekommen, damit es am nächsten Tag von vorne beginnt. Obwohl sie solch eine grausame Tat vollbracht hat, haben wir sie zunächst einfach als verwirrten und verängstigten Menschen kennengelernt. Die Geschichte wird aus ihrer Sicht erzählt, weshalb wir uns in ihre Lage hineinversetzen. Am Ende erfahren wir, dass wir uns in eine Kindermörderin hineinversetzt haben, weil wir nur mit ihrer Verletzlichkeit konfrontiert wurden. Sie behauptete, dass ihr Verlobter sie dazu gezwungen hätte und sie ihm zu der Zeit hörig gewesen sei. Abgesehen von ihrer Tat ist es natürlich eine absolut schockierende Vorstellung, hilflos einer solchen Prozedur ausgeliefert zu sein. Und in Bezug auf existenziellen Horror darf die Folge Erlebnishunger nicht unerwähnt bleiben. Ein Mann hat die Möglichkeit, ein bisher unveröffentlichtes Spiel zu testen, welches mit einem Brain-Computer-Interface funktioniert. Während es mit einem harmlosen Spiel beginnt und dann mit einem Haunted-House-Szenario weitergeht, passieren letztendlich Dinge, die absolut real erscheinen. Die Person, die ihn in das Spiel und die Technik eingewiesen hat, entpuppt sich als Teil einer Verschwörung. Er verliert den Verstand und weiß nicht, dass es immer noch Teil der Simulation ist. Er durchlebt in dem Spiel Horror, Trauer und extreme Qualen und durch die verschachtelten Realitätsebenen ist man sich unsicher, ob er bereits zurück in der Realität ist oder nicht. Am Ende erfahren wir, dass das ganze Szenario in der Realität nur 0,04 Sekunden dauerte. Da das Hochladen der Simulation durch einen Handyanruf gestört wurde, stirbt der Mann sogar bei der Prozedur. In dieser Folge sind gleich mehrere Elemente des Horrors verpackt. Dadurch, dass ein Horrorspiel gespielt wird, ist natürlich auch was vom klassischen Horror vorhanden. Monster, Splatter und Jumpscares. Da bekommen wir schon einiges geboten. Das Hauptthema ist aber der psychologische Horror. Nicht mehr zu wissen, was real ist und was nicht, und das Gefühl, den Verstand zu verlieren. Auch der Hauptcharakter hat irgendwann genug und will einfach nur das Spiel verlassen. Zudem ist es auch spannend zu sehen, dass eine der größten Ängste, die er hat, der Verlust des Gedächtnisses ist. Bald wissen Sie gar nichts mehr. Dann sind Sie so wie Ihr Vater. Hören Sie auf. Das macht Ihnen Angst. Habe ich recht? Ich muss bei dieser Thematik immer an das Lied Angst von Masimoto denken. Er sagt dort: Hast du Angst vor deinem Verstand, dass er dir irgendwann mal sagt, ich glaub, jetzt bist du krank? Und die Kontrolle deines Körpers übernimmt, er dir drei Finger zeigt und du antwortest mit fünf. Die Angst, dass die eigene Psyche einem Streiche spielt und man nichts dagegen tun kann. Hilflos ausgeliefert zu sein, die Kontrolle verloren zu haben. Bei einer Angststörung ist diese Angst sehr ausgeprägt und es sollte dringend therapeutische Hilfe in Anspruch genommen werden. Aber auch so kann uns diese Angst sehr beschäftigen, aber viel eher auf unterhaltsame und bereichernde Weise. Außerdem wird uns in dieser Folge, wie auch bei den Cookies aus Weiße Weihnacht, das Potenzial der veränderten Zeitwahrnehmung in Simulationen in extremer Weise vor Augen geführt. Auch was du gerade durchlebst, könnte dir einfach nur absolut real vorkommen, während du aber in einer Simulation steckst.
Vielleicht lebst du 80 Jahre deines absolut real empfundenen Lebens und stellst dann fest, dass du eine Ebene höher nur einige Minuten oder sogar Sekunden an ein Interface angeschlossen warst. Da man es nicht mit absoluter Sicherheit feststellen könnte, macht es für den Alltag allerdings keinen Unterschied, ob man nun in einer Simulation lebt oder nicht. Einige Folgen von Black Mirror leben also davon, uns vor existenzielle Fragen zu stellen und uns den Horror vor Augen zu führen, der aus bloßer Existenz entstehen kann. Eintönigkeit, keine Chance, irgendeine Aufgabe zu erfüllen. Gefangen in der eigenen Psyche, ohne Chance auf einen Ausweg. Die Angst davor, genau solch einer Qual ausgesetzt zu sein. Oder wie im Gerechtigkeitspark, täglich die gleiche Todesangst zu erleben, alle Erinnerungen gelöscht zu bekommen, nur um dann wieder die gleiche Todesangst zu verspüren. Keine Möglichkeit des Widerstands. Der Gedanke, gar nicht in der höchsten Ebene der Realität zu stecken, sondern vielleicht in einer Simulation. Oder sogar der Simulation innerhalb einer Simulation. Niemals könnte man sicher sein. Eine erkenntnistheoretische Einsicht, die schwer zu begreifen ist. Oder auch die Angst vor dem eigenen Verstand, vor dem Kontrollverlust und dem machtlosen Ausgeliefertsein. Der psychologische, existenzielle Horror in vielen Folgen von Black Mirror kann einen wirklich verrückt machen und hinterlässt einen super schockiert. Zudem gibt es in den genannten Beispielfolgen einen extremen Plot-Twist, der nur sehr schwer vorauszuahnen ist. Man merkt die ganze Zeit, dass irgendetwas nicht stimmt, aber man kann absolut nicht sagen, auf was es hinauslaufen wird. Bei mir hat die Serie auf jeden Fall einen außergewöhnlich starken Eindruck hinterlassen. Wie immer interessiert mich eure Meinung zur Serie und natürlich auch zu dieser Analyse und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welches eure Lieblingsfolge war und warum. Außerdem findet ihr auf der Infokarte noch eine Umfrage, an der ihr sehr gerne teilnehmen könnt. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und seid achtsam.